Der furchtbare Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat gezeigt, wie abhängig wir sind. Von fossilen Importen, aber auch bei der Lebensmittelfrage. Die Ukraine ist der größte Getreideproduzent weltweit. Wir erleben eine massive Knappheit, was viele Länder vor große Probleme stellt, gerade im globalen Süden. In Deutschland werden 10 Millionen Tonnen Futtermittel und Lebensmittel in den Tank geschüttet, sogenannter Biosprit. Das sind 120 Kilogramm pro Bundesbürger. Das entspricht etwa 20% unserer eigenen Agrarflächen. Damit muss endlich Schluss sein. Lebensmittel gehören auf den Teller. Es gibt auch bessere Optionen. Den Einstieg in echte Biokraftstoffe aus Abfällen, den Einstieg in die E-Mobilität und drittens den Einstieg in eine Wasserstoffwirtschaft. Wir haben dieses Jahr bereits das Ende von Palmöl im Tank beschlossen. Jetzt geht es darum, die nächsten Schritte zu gehen. Deshalb haben wir im Bundesumweltministerium einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, der dafür sorgen wird, dass Futtermittel in den Brot kommen und Lebensmittel auf den Teller und fortschrittliche Biokraftstoffe in den Tank und keine Agrarprodukte zum Schutz von Klima, Umwelt und Biodiversität.